Wir haben bisher die neuen Eigenschaften des Buddha gesprochen. Ich habe auch gesagt, dass wir dies als Meditation nehmen können. Das gibt es auch, der Anusati Bhavana. Entweder man kann gesamt einmal so rezitieren und als Meditation nehmen, die neuen Eigenschaften, oder man kann einzelne und mit der Wiederholung, mit der Rezitation, mit der Gesang als Meditation verwenden, Meditation meditieren. Und das habe ich auch gesagt, ist auch sehr, sehr schöne Meditation, auch sehr wirksame Meditation, dass wir erstens dann der Ruhe erreichen werden. Es ist hauptsächlich dann die Sammlung des Geistes. Das verwendet man diese Meditation. Und auch dann, wenn jemand tief daran denkt und das ergründet, man kann auch dann sehr schnell dann Weisheit auch gewinnen. Und aber hauptsächlich sage ich, diese Meditation für die Sammlung des Geistes, Samadhi Bhavana. Wir haben schon jetzt, glaube ungefähr 7 Eigenschaften gesprochen. Arahant, Samma Sambuddho, Vijjacara Sampanno, Sugato, Lokavidu, Anuttaro Purisdhammasarathi, Satta Devamanussana. Und so haben wir diesen 7 Eigenschaften schon gesprochen. Es gibt noch 2 Eigenschaften der Buddha und Bhagava. Und Satta Deva Manussanam haben wir ja auch das kurz gesprochen, auch der meditiert. Satta ist, verwendet das Wort, das Lehre, Wegweiser. Und Deva Manussanam, als Deva heißt Götter, Manusa heißt Menschen. Und das heißt, der große Lehrer für Menschen und Götter. Und Lehrer deshalb, weil er den Weg zeigt. Und den Weg zur Erleuchtung, der Befreiung des Geistes. Und er zeigt das deshalb, hier sagt dann, Buddha ist ein Satta Deva Manussana ist eine große Lehre. Und ist auch sehr, sehr wichtig. Er wird nicht sagen, er ist ein großer Retter der Menschen und Götter, sondern er ist Lehrer. Und er bleibt auch Lehrer. Er ist auch Lehrer. Er war auch kein Lehrer. Er bleibt auch Lehrer. Er wird auch in Zukunft auch Lehrer bleiben. Und er hat auch nie gesagt, dass er irgendetwas anders ist als Wegweiser. Er kann den Weg zeigen. Und ist auch eine Besonderheit von Buddha. Und er hat nicht irgendetwas gesagt, dass er irgendeine eine Gottheit ist oder ein der Prophet eines Gottes ist. Er hat das nicht gesagt. Er hat immer wieder gesagt, ich bin ein Mensch, aber der Mensch, weil ich die menschliche Eigenschaften, wie das normale menschliche Eigenschaften, wie Gier, Hass und Verblendung, habe ich dadurch die Meditation zu überwunden. Mein Geist ist rein geworden. Deshalb bin ich eigentlich als Mensch, lebe ich als Mensch, aber außergewöhnlicher Mensch. Außergewöhnlich heißt das Wort, wenn wir sagen, das kommt immer außergewöhnlich, sei so eine Wunder schaffen oder so außergewöhnlich. Das Wort sagt ist außergewöhnlich. Und der gewöhnliche Menschen ist außer von der gewöhnlichen Menschen. Wir sind gewöhnliche Menschen. Die gewöhnlichen Menschen haben eigentlich diesen geistigen Befleckungen. Wenn wir sagen, es ist Acharya Manusa heißt außergewöhnlicher Mensch. Gewöhnlichen, er ist außer.
Wir sind gewöhnliche Menschen. Gewöhnliche Menschen haben dann so viele geistige Bekilesas. Nur deshalb hat er außergewöhnlich geworden, weil er von der gewöhnlichen Menschen die Eigenschaften dieser Menschen überwunden hat. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen mit gewöhnlichen Eigenschaften. Nämlich, wir haben Gier noch. Wir haben dann Ablehnung oder der Hass könnte auch haben. Und auch dann geistige Verwirrung, Moha. Und manche haben wenig, manche haben viel. Und manche haben in der Mitte. Und deshalb, wir sind gewöhnliche Menschen. Wenn jemand fragt, was tun wir eigentlich mit der Lehre des Buddha, wenn er selber sagt, ich bin ein außergewöhnlicher Mensch, von der gewöhnlichen bin ich dann außer das rausgekommen, wir bemühen auch das zu schaffen. Wir werden auch außergewöhnlich. Und an gewöhnlichen sind wir dann aus, weggehen. Und das schaffen wir. Jedes Mal, wenn wir üben, ein Stück von den gewöhnlichen reduzieren wir. Es dauert sehr lang. Es ist okay. Und Zeit ist relativ. Aber unsere Bemühungen bleibt immer so weit und einfach dann, wir versuchen immer, diesen gewöhnlichen, das einfach rauszukommen. Und warum ist der Gewöhnliche das nicht gut? Gewöhnliche deshalb nicht gut, weil das ist sehr leidvoll ist. Wir werden sehr, sehr viel leiden, wenn wir diese Dinge haben. Gier ist ein Faktor des Leidens. Wenn wir sehr viel Gier haben. Wenn wir Hass, wenn wir geistige dann Ablehnung haben, ständig, wenn wir mit der Ablehnung leben müssen. Jedes Mal sehen lehnen wir ab, hören lehnen wir ab, schmecken lehnen wir ab, riechen lehnen wir ab, tasten lehnen wir ab, denken lehnen wir ab. Und dann ist das so ein leidvolles Leben. Immer wieder mit Sinneskontakten entstandene, alle die Dinge lehnen wir ab. Und wir können nicht das irgendwie richtig und freundlich mit der Welt umgehen, weil wir ständig ablehnen. Oder sehen haften wir an, riechen haften wir an, tasten haften wir an, und hören haften wir an, und denken haften wir an. Und dann ist das Anhaften. Es ist auch, dann werden wir gefangen. Anhaften machen die Menschen gefangen. Und dann Ablehnung, er wird deine Jäger. Es ist immer wieder jagt das alles. Das heißt, immer wieder dann ist das wird, Anhaften macht die Menschen gefangen. Ablehnung machen die Menschen Jäger. Und Verwirrung ist eigentlich immer wieder, dass beides ist. Der verwirrte Menschen sind beides, Gefangene und Jäger, beides. Und deshalb ist das sehr, sehr, sehr leidvoll, wenn wir immer wieder mit diesem Leben, mit den gewöhnlichsten Dingen. Der Buddha ist eigentlich, wenn wir sagen, er ist ein Lehrer und ein guter Lehrer, er zeigt uns, wie wir den Gewöhnlichen dann rauskommen können. Und er ist dann rausgekommen, er zeigt uns den Weg. Deshalb Satta Deo Manusana. Und er ist nicht nur dann die Menschen, das zeigen Götter, auch dann, normalerweise auch dann Tieren zeigt er auch. Und ich meine, gibt es sehr viele Geschichten, dass der Buddha nicht absichtlich den Tieren das gesagt. Tiere sind froh, ist glücklich geworden, weil sie den Buddha gesehen haben. Und sie haben sich sehr gefreut. Und
Das ist so wie Parileia-Geschichte, weil der Buddha 3 Monate lang im Wald lebte, ein Elefant und ein Affe ständig geholfen haben. Sie haben sich sehr gefreut. Buddha hat das gespürt, dass sie sich sehr freuen. Und er hat nicht das Dhamma erklärt. Dhamma verstehen sie nicht. Das meine sprachlich hat er nicht gesprochen. Aber seine Anwesenheit haben dann die Freude gebracht. Der Buddha hat immer gespürt, dass die Tiere große Freude haben, wenn sie ihn gesehen haben. Und so war das eigentlich, der Buddha einerseits mit Menschen und Göttern, mit Verbalen und dann Tiere und andere Wesen nonverbalen. Und das so Lehrer war. Und für die Menschen und dann Mönchen und Götter eine Verbale mit den Worten, Dhamma erklärt, der andere Wesen hat der eigentlich durch seine Anwesenheit dann Dhamma erklärt. Und so ist eigentlich dann der Buddha für die Menschen Satta Deo Manusana. Er ist eine große Lehre. Aber er war ein Lehrer, nie hat er irgendeine Schüler und Schülerin erwartet. Das ist eine Besonderheit von Buddha. Er war nur ein Lehrer. Er war ein Lehrer. Er wollte eigentlich allen dann die Leidbefreiung, die er selber erlebt hat, zeigen. Sonst nicht. In dem Sinne ist er als Lehrer. Und er hat auch dann, es ist so, er hat damals erklärt, wenn die Menschen, die Schüler und Schülerinnen damals praktiziert haben und dann große Entwicklung gehabt haben, dann hat er nicht seine große Freude gehabt. Das heißt, er hat nicht damals erklärt, Freude zu erwecken. Und dann, wenn niemand praktiziert hat, er hat erklärt, niemand hat praktiziert, er war auch nicht traurig. Seine Gelassenheit blieb immer gleich. Und das heißt, seine Lehre, er unterrichtet mit Gelassenheit. Gelassenheit, nicht jemanden zu gewinnen. Ein Lehrer ist nicht gewinnorientiert. Er wollte nicht eigentlich, sogar sagt der Buddha letzten Tag, die er lag in dem sterbenden Bett. Viele Menschen, die nicht Erleuchtung erlangt haben, waren sehr traurig. Aber ein Mönch namens Subhadra, und er wollte eigentlich, er hat angefangen, vor ihm das sitzend zu meditieren. Er hat immer dann nicht die Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit und nicht selbst zu erkennen, lange das ist das praktiziert, könnte nicht. Und dann hat er da angefangen, der todesbelagte Buddha hat angefangen, so neben sich zu meditieren. Die Mönche waren ein bisschen unruhig. Sie haben gesagt, was tut der? Und er soll weggehen hier. Das war ein bisschen Gespräch gehabt. Und dann, Buddha hat das gehört. Und dann der Buddha hat den ehrwürdigen Ananda gefragt, was ist diese unklare Diskussion hier? Und dann sagt der Ananda, der Subhadra, der Mönch, der junge Mönch, er sitzt hier und dann wollte er meditieren. Du stirbst, die anderen Mönche wollen das nicht. Und dann sagt er, dass er soll kommen. Und dann fragt er, O Subhadra, ich werde in kurzer Zeit dann sterben. Warum sitzt hier und dann meditierst du? So lange war ich dann, so lange warst du unterwegs mit mir. Warum ist das hier jetzt? Er sagt, Erhabene, jahrelang habe ich meditiert. Ich wollte, bevor du stirbst, möchte ich das Ziel erreichen.
aber ich könnte nicht. Ich bemühe mich vielleicht heute, das erreiche ich. Und der Buddha hat dreimal eigentlich den Sadhu, Sadhu, Sadhu gesagt. Das hat er gesagt, das ist so, das ist wunderbar, was du tust, wunderbar. So sollen andere Menschen auch das tun. Und er hat als Lehrer, letzten Moment, hat gesagt, die Menschen sollen auch so, dass sie so machen. Und er sagt, seine Bemühung ist so wertvoll, wenn wir vergleichen, wenn die diese, er sagt, schau, diese überall, diese blühen jetzt. Und diese Blühen ist nicht Wertwirklichkeit, die seine Bemühung ist, so wertvoll ist das. Und weil er sich bemüht, sein Ziel, das heißt die Befreiung des Samsara zu erreichen. Und so war das ja Lehrer als Lehrer. Und deshalb ist eigentlich Satta Deva Manusana eine wunderbare Mensch war, ein wunderbarer Lehrer war er. Und sein Lehrer, sein, als er gelehrt hat, ist immer hat er das eigentlich dann sehr schöne Methoden erklärt. Das immer wieder das Liebe, Mitgefühl, das war der Basis, immer das die Dhamma erklärt. Und damit eigentlich heißt nicht, dass der Buddha immer war, das liebvolle Lehrer war, das war er nicht. So war er nicht. Er war manchmal hart gesprochen. Es ist, manchmal ist dann den Leuten gesagt, steh auf, geh weg, nicht hier sein. Und dann ist auch, wir haben das Lehrreden gelesen, weil die Mönche so laut waren. Der Buddha sagt, nein, nicht hier bleiben, geh weg, ihr sollt weggehen. Und man kann fragen, vielleicht der Erhabene könnte mit den Menschen nicht sprechen. Buddha hat nichts getan. Buddha hat gesagt, ihr sollt nicht hier bleiben, sie sollt gehen. Und sie sind weggegangen. Aber sie kamen zurück. Und so ist das immer wieder, das kommt bald in die Lehrrede, wenn wir dann diese Lehrrede lesen, dann in zwei, drei Lehrreden, wir haben das ja eine Lehrrede, Buddha spricht mit deinem Pferdetrainer. Das gibt in Majjhima Nikaya, das kommt dann bald. Und da sagt der Buddha, ich bin ein Lehrer eigentlich auch, aus Mitgefühl und mit Freude, Mitgefühl und Liebe. Damit bin ich auch manchmal nicht immer mild, mich mal hart. Aber der Basis ist der Mitgefühl. Ich bin hart, ich rede manchmal so hart, und dann, das heißt, das ist mein Mitgefühl, ich zeige so. Diesen Moment brauchst du diesen. Wenn diesen Moment, das ich nicht zeige, dann habe ich dir nicht geholfen. Und so ist eigentlich seine Methode. So war der Lehrer, er ist ein Lehrer. Und so ist eigentlich, er war nie müde. Er war nie müde, bis zum Todesmoment war er nicht müde. Immer wieder, dann hat er dann 80. Lebensjahr. Dann hat er dann Chunda hat das ihm dann Essen gegeben. Letztes Essen, das hat er dann gegessen. Wahrscheinlich war eine Pilzenart. Das war der giftig, ist das. Er hat aber nichts gewusst. Und der Buddha hat das schon ein Stück gegessen. Er hat sofort gemerkt, dass es nicht richtig ist. Und dann, er ist krank geworden. Die Leute haben immer angefangen zu reden. Ah, dieser Chunda hat den Buddha vergiftet oder so etwas. Buddha sagt, als ich das erste Mal, dass ich dann Essen bekommen habe, diesem Sujata, sie hat mir dann den Milchkreis geschenkt. Und das war das ein wunderbares Essen. Das war auch genauso wie dieses. Dieses Essen, auch so wunderbares Essen. Und dann hat er ihm das immer gesagt, er hat das schon
sehr, sehr freundlich dieses Essen gespendet. Und so war eigentlich immer wieder, hat er ihm auch dann Dhamma erklärt. Er hat nichts gesagt, du hast mir dann giftiger etwas gegeben, ich werde dir nichts sagen. Er hat Dhamma erklärt. Und dann bis zum letzten Moment hat er Dhamma erklärt. Er war nie müde. Und was er wirklich bekommen habe, nichts. Nichts hat er bekommen. Warum? Er braucht auch nichts. Und man kann sagen, ja, wie heutige Welt der Lehrer anerkennen, dann brauchen sie einen großen Kloster, immer wieder mehr und mehr und viele, viele Studenten, sie freuen sich, ja, ich habe dies und jenes. Und das ist eigentlich diese Methode, sagt der Buddha, das ist Zeichen der Moha. Moha ist eigentlich aus der Unwissenheit und Gier entstandene Verwirrung. Das ist der Moha. Aus Unwissenheit und Gier entstandene Verwirrung ist der Moha. Ja. Und das ist, die Lehrer werden immer dann, das ist so, wenn viele Studenten kommen, sie freuen sich sehr, oh, ich bin immer diese Anerkennung baut irgendwie eine, so eine irgendetwas, ich bin guter Lehrer, ich bin ein großer Lehrer, ich bin eine, ja, immer wieder. Und dann verlieren sie ihre Demut. Demut verlieren, dann ist, sie suchen immer so ein gemütliches Leben. Deshalb, der große Lehrer haben immer sehr große Zentren. Sehr große Zentren. Sie suchen auch immer gemütliches Leben. Und da muss man immer sehen, sie sind Wirklichkeit außerhalb von der Lehre des Buddha. Buddha wird immer zu Fuß gegangen, meine damals. Und heute müssen sie nicht zu Fuß gehen. Aber immer wieder so große Karawane, große Autos, der Lehrer soll nichts haben. Ja. Und dieser Luxus, es ist nicht der Zeit. Wenn jemand wirklich der Luxus und alles sucht, das heißt, er ist ein Lehrer, aber mit Moha. Soll man schon aufpassen. Und es gibt Lehrer, manche Lehrer, ich habe schon gelesen, ich sage, das ist keine Kritik, aber sage ich, dass die Moha so stark wird. Manche Lehrer können nicht dem Flugzeug, das ist dann Economic, auch nicht Business. Sie müssen immer in erste Klasse fliegen. Und was die Antwort, die sagen sie, na, meine Schüler und Schülerinnen bezahlen alles. Das ist Moha. Das sage ich, der Moha. Ja. Es gibt Menschen. Buddha hat nicht das gemacht. Buddha, manchmal da unterwegs, die Menschen haben nicht erkannt, dass der Buddha ist. Sie reden mit dem, ist ja in der Bokrasati, glaube ich, Bokrasati, das ist ein Paribrajaka. Und dann redet man mit dem Buddha. Und beide waren zusammen in einem Halle. Dann sagt, Buddha fragt, ja, oh, junger Mann, das ist, du bist so, deine Indriyas, deine Sinnesorgane sind so rein, so sauber. Und dann, welcher Lehrer folgst du eigentlich? Dann sagt er dem Buddha, es ist ein Lehrer namens Siddhartha Gautama, der Buddha, er erklärt alles, seine Lehrer folge ich. Dann sagt er, hast du ihn gesehen irgendwann? Ich habe noch nichts gesehen. Wenn du ihn siehst, kannst du das erkennen. Das weiß ich noch nicht, so einen ist nicht gesehen. Und dann sagt der Buddha, okay, das macht nichts. Ich werde auch mit dir kurz reden. Und dann, während des Redens, merkte Bokrasadi, dass der Buddha ist. Und er hat lange gesprochen, aber das war der Buddha. Und so ist eigentlich das Lehrer.
Der Mönch hat nicht gemerkt, dass er mit dem Buddha redet. Auch dass seine Schüler wie Sariputta. Das ist genauso so. Und Ratavinita Sutta. Punna redet eigentlich mit dem Sariputta. Und dann sagt er, Ausu heißt, hallo heißt das so. Und am Ende merkt er, Punno merkt, dass er mit Sariputta gesprochen hat. Und dann sofort sagt er, bist du denn ehrwürdiger Sariputta? Ja, so nennen mich die Menschen. Ja. Und dann habe ich gesagt, entschuldige bitte. Das ist okay. Das ist kein Problem. Ja. Dann sagt er dann wieder verwendet das, diese Dinge. Und Asaji, als er der junge Mann, das ihn getroffen hat, Asaji, und fragt er, und am ersten Tag, er sagt, es tut mir sehr leid, ich weiß nicht so viel, was der Buddha lehrt, aber ich weiß nur eines, was er sagt. Yedamma hetu pabava tesang hetu tathagato aha. Der Erhabene sagt, der Ursache und Wirkung gesetzt. Das erklärt er. Und dann ist der Upatista war das, früher dann Sariputta. Und dann war sie sehr gefreut. Er sagt aber, ich kenne nicht so gut Dhamma. Aber der tiefste Dhamma erklärt. Und so ist eigentlich der Buddha. So dieser Satta, das Wort, ein unglaublich schönes Wort von dem Buddha. Lehrer. Aber er ist vollkommener Lehrer, ist das eigentlich. Fehlt nichts. Er lehrt Vollkommenheit. Er ist auch kein vollkommener Lehrer. Und so ist das in der, diese Eigenschaft ist sehr wichtig. Und Buddho ist das eigentlich die nächste Eigenschaft. Buddho heißt Erwachte. Und Erwachte ist dann, sein Geist ist eigentlich wach geworden. Dieser wach gewordene Geist hat nie wieder zurück dann geschlafen. Es ist nichts mehr. Die Wachheit ist immer geblieben. Erwachte. Und wie könnte denn erwachen? Und der Buddha, das ist eigentlich er ersten die vier edle Wahrheiten erkannt. Erste eigene vier edlen Wahrheiten richtig erkannt er. Vier edle Wahrheiten sind nichts anderes als unseres Leben. Wenn jemand wirklich fragt, wenn wirklich die Lehre des Buddha richtig hört, wie die vier edle Wahrheiten, er sagt, wie mein Leben wirklich ist. Sonst nichts. Wenn jemand Augen schließen und dann wirklich irgendjemand dann erklärt hat, vier edle Wahrheiten richtig und klar und deutlich und dann sehr, 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 sehr gelassen und dann aufmerksam hört, jedes Wort sagt eigentlich, wie mein Leben in diesem Moment ist. Wie mein Leben wirklich in diesem Moment Leiden verbunden ist. Dann sagt der Buddha vielleicht Geburt. Und dann ist es, wenn das wirklich das ganz genau hört, meine Geburt, weil ich geboren bin, habe ich dies alles erlebt. Gute und schlechte. Und dann der Buddha sagt, Jara, Altern. Wenn ich das mit mir rede, über Altern, was das wirklich ist, dann sehe ich, oh, Buddha redet mit mir jetzt. Ich bin unzufrieden mit meinem Leben, dass wir wirklich jetzt alt geworden ist. Das kann man sehen, der Sinnesorgane funktionieren nicht richtig. Gehen kann ich nicht richtig. Früher bin ich so eine Treppe rauszugehen oder runterkommen, ich brauche keine Unterstützung. Ich brauche beide Seiten Unterstützung. Ich muss dann beide Seiten.
Es passiert nichts, aber Leben ist unsicher geworden. Es gibt keine Sicherheit. Passiert nichts, aber jetzt sehe ich es. Ist das, weil ich, mir ist noch nicht sicher, ob ich es richtig sehe. Früher habe ich diese Probleme nicht gehabt. Ich weiß nicht richtig, was ich richtig höre. Wenn ich das auf der Straße gehe, ich muss sehr, sehr aufpassen, weil der Auto kommt oder nicht höre oder nicht höre. Früher habe ich kein Problem gehabt. Wenn ich etwas esse, ich muss früher alles, was ich bekommen habe, gegessen. Ich habe einen Schwein im Mund gehabt. Alles gegessen, was ich gehabt habe. Schweinmund. Nicht überlegt, was ich esse. Weißt du, da gibt es alles gegessen. Als Kind alles lesen wir. Du hast auch dann da Stein essen wir. Das ist kein Problem. Ja, wir haben so gegessen. Alles war auf der Straße. Der Kind nimmt etwas und isst. Ja, wir sind nicht krank. Wenn wir etwas essen, der nächsten Tag krank. Ja, und dann ist das, jetzt muss ich Wirklichkeit zweimal, dreimal überlegen, ob das richtiges Essen oder nicht. Ist verdauert oder nicht verdauert? Ja, früher habe ich kein Problem gehabt. Stein gegessen, nächsten Tag wieder ins Klo gehen könnte ich. Ja, jetzt kann ich es nicht. Ja, das meine ich, dass Buddha redet, alt werden ist leidvoll. Jetzt ist das, alt werden ist nicht so, 80 Jahre alt werden, das ist nichts. Der Erhabene sagt, altern ist jeden Tag, Sinnesfunktionen ist immer der weniger wird. Ja, früher habe ich es gut gehört, ich muss jetzt wirklich aufmerksam hören, was ist das, was sagt. Ja, hören wir nicht, sehen wir nicht. Und riechen, manchmal ist das nicht richtig. Und fühlen geht nicht. Und jetzt, am Ende kommt auch, Denken nicht gut funktioniert. Denken nicht funktioniert, da ist vergessen. Vergessen, ja. Und das haben wir immer. Dann sagt der Buddha, dass die Sinnesfunktionen immer wieder schwach werden. Das ist Altern, ist das. Ist leidvoll. Wenn der Buddha mir das erklärt, erste Wahrheit, dann denke ich immer, ja, natürlich, das ist leidvoll. Der Buddha redet mit mir, nicht mit jemand anderem. Und er sagt, Altwerden, dein Altwerden ist leidvoll, nicht Altwerden allgemein. Und dann nächste, ich sage, der Buddha, sterben. Und immer wieder kommt rein, sterben, sterben, nicht sterben. Sterben muss ich heute sagen, ich möchte nachher auch eine kleine Meditation machen. Unser Generalsekretär Heinz Vettermann ist gestern gestorben und das ist sehr schade und unerwartet. Und in der Nacht ist es gefunden, dass er das tot war. Und das ist ein Schock für uns alle. Und er hat sehr viel getan für den Buddhismus hier. Er war der Generalsekretär, wirklich ein junger Mann. Und ja, das ist Sterben. Und es ist eigentlich sehr, sehr leidvoll, ist das. Sterben ist das Leidvolle. Ja, in der ganzen Welt ist das wirklich, wir können nicht rausgehen, ist unsicher. Ja. Man sieht auch zum Beispiel in Sri Lanka, jeden Tag 300, 400, 500 Leute sterben. Ja, wegen dieser Krankheit. Und das ist das, die können nicht mehr raus jetzt. Weil die Straße ist da unsicher jetzt. Und Kaufhaus, das ist der Supermarkt, ist das unsicher jetzt. Sie bestellen Essen. Und da können sie nichts essen jetzt. Weil sie wissen nicht, was das ist wirklich. Und so ist eigentlich, Sterben ist eigentlich leidvoll. Tod ist leidvoll sowieso.
Und wenn wir das richtig hören, was der Buddha gesagt hat, er hat das genau erkannt. Deshalb sagen wir ihm, der Buddha erwachte. So klar, so gut, so genau hat niemand in der Geschichte der Menschheit erklärt, wie das Leben wirklich ist. Und dann, wenn ich sage, dann sage ich, er war ein Buddha. Diese Eigenschaften. Und dann hat er auch das andere Weisheit gehabt. Vier Visaradhyanas hat gehabt. Ja. Und diese, was wir gesprochen haben, diese gehabt, auch den Asavakya-Jnana hat er gesagt. Alle Asavas, Trieb ist überwunden. Alle gefährliche Befleckung hat überwunden. Er hat der Niyanika Jnana gehabt, das heißt, er hat genau gewusst, wie das ist, Befreiung erlangen kann. Und das hat er deshalb, ist eigentlich, er ist ein Buddha. Und so ist es eigentlich die Eigenschaft des Buddha. Und so sagen wir, der Buddha ist diese Eigenschaften, deshalb heißt er der Buddha. Und wir verehren, wir denken an Buddha, wir verehren den Buddha, aber nicht, dass er der vor 2500 Jahren lebt, ihm auch. Er ist schon körperlich tot. Der Buddha ist alt geworden, 80 Jahre, und dann gestorben. Ihm verehren wir nur dann aus Dankbarkeit, aber wir verehren seine Eigenschaften. Diese neuen Eigenschaften. Und jedes Mal, wenn wir an Buddha denken, wir sollen immer wieder in uns aus diesen neuen Eigenschaften eine wunderbare Buddha in uns sehen. Und diesen Buddha verehren. Wir verehren diesen Buddha. Und dann brauchen wir nicht irgendeine Hemmungen haben. Warum? Diese Eigenschaften sagen mir, du kannst auch so werden. Es ist nicht irgendeine Unmöglichkeit dabei. Wir können selber auch Buddha werden. Jeder soll auch, ich habe oft gesagt, jeder soll das wirklich, wenn der praktizieren, einfach sich entscheiden, was willst du werden? Das ist schon wichtig. Lass uns mal privat sein, sollte niemand sagen. Ich will ein vollkommen erleuchteter, ich will ein Buddha werden. Ist okay. Man soll nicht denken, ich soll so denken. Natürlich ja. Der Buddha hat auch vor vielen, vielen Jahren so gedacht. Weil wir alle so werden können. Niemand ist nicht fähig, der Buddha zu werden. Alle sind fähig. Wir sollen einfach sagen, ich werde ein Buddha. Aber es soll nur privat sein. Warum? Wenn ich das sage, meinen Vorträgen, ich werde irgendein Buddha, die Leute werden kommen nach Zukunft gebunden, ich verehre ihn. Das darf dies nicht. Das ist privat. Privat denken, ich werde so. Oder man soll denken, ich werde Pacheka Buddha werden. Oder ich werde ein Arahant werden. Arahant werden können wir auch so denken. Ich möchte vor dem Buddha die Erleuchtung erlangen, genauso wie das. Deshalb ist Savaka Charitas. Savaka Charitas ist die Lebensgeschichte von den Schülerinnen und Schülern von Buddha. Erleuchtete Nonnen und Mönche. Das soll schon gelesen haben. Das ist sehr schön. Und wenn jemand das gut liest, dann passt sehr gut, sagt, ich möchte auch so werden irgendwann. Das ist schön. Aber das könnte nicht dann von Himmel fallen lassen, muss man üben. Dann habe ich auch Arbeit jetzt. Deshalb mit den Schülern und Schülerinnen. Die Frau soll nicht immer denken, ja, ich will dann eine Bhikkhuni werden. Nein, das sollte nicht denken. Das könnt ihr auch sagen, ja, ich will ein Sariputto, wie ein Sariputto werden. Ja, weil das ist das Leben wechselt immer. Mann, Frau, das ist das. Man soll viele Leute denken, ah, ich lese nur dann ist der Nonnen. Nein, warum? Ah, das ist eine Männergeschichte. Nein, die Männergeschichte.
Das ist der Erleuchter der Geschichte. Es gibt nichts. Man soll nicht denken, ich werde immer das als Frau oder ich werde immer dein Mann werden. Ja. Es kann auch jemand denken, der, ich will auch dann wie ein Utpalavanna werden. Ja. Ein Mönch kann denken, ich werde als Utpalavanna. Utpalavanna ist lotusfarbiger, ein Nonne. Ja. Und dann sagen, oh, sie hat so viele Dinge getan. Ich werde auch so werden irgendwann. Es ist okay. Und so ist eigentlich immer wieder, wenn wir dann der Buddha denken, immer in uns diese Eigenschaften erwecken. Nicht immer dann, Eigenschaften hat der Erhabene gehabt, sadhu, sadhu, sadhu. Nein. Erstens, sadhu, 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 denn Buddha ist Eigenschaften verehren, immer wieder ergründen. Wie viele Eigenschaften von diesen habe ich jetzt? Im Moment nicht. Was willst du haben? Ich kann erwecken in dir. Dies und jenes. Fange es an. Ja. Es ist sehr gute Übung. Jeder kann diese Übung machen. Es ist nicht nur, dass ich da ist der Übende, das ist der Meister, er kann das machen. Nein. Jeder ist der Meister Wirklichkeit, wenn der übt. Wer der übt, er ist zukünftiger Meister oder Meisterin. Ja. Deshalb sagt Übung macht Meister. Ja. Und jeder ist fähig, aber üben muss man. Ja. Und ganz kurz. Wir waren vorgestern, der vietnamesische Gemeinde, der Leiter der Gemeinde, er ist 18. August 100 Jahre alt geworden. Und wir waren bei ihm. Er hat nicht gewusst, dass wir kommen. Er hat sich sehr gefreut. Dann Tuan ist unsere liebe Person, das ist dann, ich habe gesagt, ich möchte ein Foto machen bei ihm. Ja. Und dann, ich habe gesagt, Tuan, unten schreiben bitte zu diesem Zeit. Und links ist 100 geworden. Rechts ist 100 werdende. Er wird 100 irgendwann. Ich habe gesagt, so soll man denken, wenn der Buddha sieht. Ja? Buddha ist erleuchtet. Ich werde auch erleuchtet. Ja? Und unterwegs hat er gesagt, ich habe gesagt, er wird sicher noch 10 Jahre leben. Und dann, so gesprochen kurz, ich habe gesagt, ja, ist schön, wenn er stirbt irgendwann, muss er eine Zeremonie machen. Und so gesprochen, ich habe gesagt, Tuan, vielleicht mag der unsere Zeremonie. Er mag es unter. Wer weiß das? Ja? Und so ist eigentlich dann, ich meine, dass wenn jemand 100-Jährige sehen, wir sollen nicht denken, oh, es ist sehr schön 100, immer wieder denken, ich werde auch 100. Gut Praktizierende, wenn wir sehen, muss man denken, ich werde auch so sein. Nicht einfach denken, oh, er kann gut praktizieren. Es ist gut, mit Freude haben. Aber mit Freude soll er nicht erwecken, ich kann auch so sein. Nicht irgendwie stolz sein oder arrogant sein, sondern einfach, es ist ermutigen, dass ich kann das. Ich werde auch sein. Und so ist eigentlich dann, Buddha ist für uns ein Vorbild. Damit sage ich, dass Buddha ist ein Vorbild für uns. Vorbild heißt eigentlich, Vorbild heißt, so ein Bild möchte ich auch werden, heißt das. Vorbild. Ja. Vorbild ist immer als Vorbild bleiben. Vor einem Vorbild bleiben, da muss irgendwann auch ein Bild werden. Ja. Und das ist unsere Aufgabe. Ja. Buddha nehmen wir als Vorbild. Aber ich werde irgendwann dieser Präfix vor wegnehmen. Ich werde auch ein Bild.
Ja, deshalb übe ich. Und so soll man immer denken und vorbildlich sein. Und das heißt, wenn wir sagen, die Eltern sollen vorbildlich leben, das heißt, wie sie leben, sollen auch die Kinder leben, heißt das. Ist nicht immer vorbildlich, ich bin hoch. Nein, ich bin nicht hoch. Ich bin für sie ein Vorbild. Das heißt, sie sollen auch so wie ich leben. Da muss man denken, dann so eine, dass man nebenbei sage, ist, wenn die Eltern so denken, dann muss man immer denken, wie ich wirklich bin. Und wenn ich sehe, ich bin nicht so gut, dann kann ich nicht Vorbild sein. So meine Kinder sollen nicht wie ich sein, wie ich jetzt lebe. Das geht nicht. Da kann ich nicht vorbildlich sein. Wenn jemand denkt, ich will von den Kindern Vorbild sein, das heißt, ich muss etwas Gutes in mir haben. Und der Buddha, deshalb ist der Buddha ist für mich ein Vorbild, aber er ist nämlich als Vorbild, so ein Bild zu werden. Ich möchte so ein Bild werden. Vorbild wird für mich sein Bild sein. Ja. Und das ist so eine Erklärung Buddha. Bhagava heißt eigentlich, es ist verschiedene Bedeutung Bhagava. Und Bhagava gibt es sehr lange Erklärung in Visuddhimagga, das könnt ihr einmal lesen. Dies alles, was wir gesprochen und nicht gesprochen haben, diese Eigenschaften erklärt in Visuddhimagga sehr ausführlich, sehr viel, ja. Weil der Buddha sehr eine außergewöhnlicher Mensch war, deshalb ist er eine Bhagava. Aus seinen Eigenschaften ist er eine Bhagava geworden, das Wort kommt. Aus der eigenen Eigenschaften ist er eine, dass dieser hat er diesen Namen bekommen. Und er hat Bhagava, das Wort Bhag heißt zerbrechen oder vernichten heißt auch der Bhagava. Das hat er, alle Kilesas hat er beseitigt. Deshalb ist er eine Bhagava. So verschiedene Eigenschaften erklärt dann, sehr lang ist das, ihr könnt das lesen. Und deshalb ist ein Bhagava. Es gibt 5, 4, 6. Eigenschaften, Gründe, warum der Buddha Bhagava geworden ist. Das könnt ihr dann, ich meine, das ist, ihr kennt alles, wenn ihr liest das, und diese und Anusaya hat er überwunden, er hat diese und diese, deshalb ist er eine Bhagava. Ja. Und so ist das, dann gibt es diese Buddha Bhagava, das sind die letzten zwei Eigenschaften. Und Bhagava, wirklich, da könnt ihr im Visuddhimagga einmal lesen. Jetzt haben die neuen Eigenschaften gelesen. Ja, ich habe versucht, aber das ist, wieso die Manga hat, glaube ich, dass diese mindestens 50, 60 Seiten das alles geschrieben, diese neuen Eigenschaften. Sehr lange Erklärung, sehr schön erklärt in wieso die Manga. Und es ist gut einmal, wenn ihr Zeit habt zu lesen, muss nicht unbedingt. Es ist ausreichend, dass ich, wenn ich was ich erklärt habe, es ist für euch, der Buddha in eurem Herz wieder zu sehen. Das ist genug. Ja. Und, aber wenn noch weiteres Information braucht, das könnt ihr eigentlich noch weit lesen. Und was für eine Wirkung hat, wenn jemand diese Übung macht? Erst ist, eine große Achtung entsteht vor dem Buddha. Erste Wirkung. Respekt und Achtung. Das haben wir auch in Lehrreden gelesen, das letzte Lehrreden. Warum der Buddha die Leute, Schüler und Schülerinnen achten und respektieren, weil er diese Eigenschaften hat. Und dann zweitens ist das, er wird sehr demütig, wenn er Buddha-Eigenschaften immer wieder rezitiert. Das heißt, seine stolze, überhebliche Eigenschaften reduziert. Ja,
Er wird dann immer wieder dieser, wenn jemand das rezitiert, sein überheblicher, stolzer und der unnötiger, diese Eigenschaft wird er weniger. Damit wird er eine Demut erwecken. Und dann, er kriegt ein großes Vertrauen der Buddha. Und dann, er kann auch sehr große Sati erwecken. Ja. Sati, weil er immer wieder das sagt, Buddho, Buddho. Und das kann ja auch das, sehr, Sati hat zwei Bedeutungen. Eine ist das Achtsamsein, zweite ist erinnern können. Ist auch das, ja. Die Sati heißt das Sanskritwort, Smriti heißt erinnern. Man erinnert, wenn jemand immer wieder diese Eigenschaften rezitiert, die Eigenschaften erinnert, die man dann im Herzen, diesen, wenn man als Meditation macht. Und dann ist das auch, er wird sehr ein glücklicher Mensch. Und der nächste ist vor der Angst. Er hat eigentlich keine Angst, bewältigen kann er. Und verwendet immer, das ist in Asien bis jetzt, wenn jemand irgendeine Angstgefühl hat, und dann ist der rezitieren wir diesen Itipiso Bhagava Arahant Samma Sambuddha Vidyatana Sambuddha. Und das heißt, enger das Bewusstsein erweitert. Das heißt, Angst beseitigen. Ja. Enger das Bewusstsein erweitern, überwinden, bewältigt das Angst und wieder kann er das ohne Angst leben. Und dann auch dann, jede Art von Leiden kann er ertragen. Er kann mit dem Leiden richtig umgehen. Das heißt, alt werden, krank werden und so weiter. Er kann ohne Problem umgehen, wenn jemand diese Übung gemacht hat. Und dann, nächstes dann, er wird sein Leben, das heißt, er wird mit dem Buddha leben, heißt das. Rezitation ist eigentlich eine, durch die Rezitation schafft der Mensch einen Mitbewohner namens Buddha. Mitbewohner im Herzen, aber nicht der Wohnung. Ja. Im Herzen mit Mitbewohner. Herzen mit Bewohner schafft ihr. Ja. Das ist das, der Buddha. Ja. Und der nächste ist dann, wie heißt das? Geschichte ausstrahlen wird er klar, wenn jemand die Übung macht. Wird das ausstrahlen, wird eine Ausstrahlung kriegen. Und er wird auch verehrungswürdig werden, wenn jemand immer der Buddha-Rezitation macht. Die Menschen verehren diese Menschen. Und dann, und wenn jemand das Buddha nutzt, wenn er in seinem Herzen ein Buddha als Mitbewohner nimmt, jede unheilsame Dinge vermeidet er. Weil er ist immer nicht da. Buddha sagt immer, nimm dein Herz als Zeuge. Wenn der Buddha ist dabei ist, dann ist es sehr schön. Ja. Sagt, eigene Herz als Zeuge nehmen. Wenn der Buddha auch als Mitbewohner ist, dieser Herz, das ist sehr schön, ist das. Er tut nicht etwas Unheilsames. Ja. Er hat dann Schamgefühl und Scheu. Und dann ist nächstes, nach dem Tod, hat er eine sehr schöne Wiedergeburt, wenn er nicht die Erleuchtung erlangt hat. Das sind die Eigenschaften. Das gibt dann ungefähr 13 oder so. 11 der Wirkungen. Wenn jemand diese Übung macht. So ist das in der Buddha-Anusati Meditation. Und diese Meditation sollen wir einmal wirklich eine Stunde machen. Möchte ich mit euch. Donnerstag nur das mit der Rezitation. Und sollte nur das in der, was da wirklich bedeutet, das habt ihr gesagt. Einfach das Erinnern, einmal gut lesen und wahrnehmen im Geist, das wirklich aufnehmen und dann Augen schließen,
Ich rezitiere, ihr soll auch langsam rezitieren, was ich sage. Und dann ist das kurze 5 Minuten, 10 Minuten, 1 oder 5 Minuten meditieren und dann nächste. So möchte ich dann einmal am Donnerstag Meditation mit Uddhanusati machen. Da können wir sehen, ob das wirklich funktioniert. Das funktioniert ganz bestimmt, aber man soll üben. Ja. Und das machen wir einmal. Gibt es Fragen jetzt? Ja. Andi, wirst du das einmal chanten für uns? Nimmst du das einmal auf, dass wir es hören von dir, das Ganze? Bitte warte, kurz warten, ich habe irgendeine Fehler gemacht hier. Wo ist er? Ja, Moment. Wo ist das? Ja, okay. Meine was Frage. Das? Die Freigabe des Teilnehmer deaktiviert, ja. Was hast du gesagt? Ich habe eine Bitte und eine Frage, ob du das für uns einmal aufnehmen könntest, dass wir das hören können. Das machen wir. Das machen wir. Vielleicht zwei Variationen, zwei. Eines ohne Musik, anderes mit Musik. Musik, jemand wollte mit Musik machen, das ist in Deutschland. Und ich muss mit ihm reden, wunderschöne Musik. Er hat gesagt, sanfte Musik wird er verwenden. Und er hat ja seinen Zweck, aber ich sage, zwei Variationen soll er schicken. Eines ohne Musik, anderes mit Musik. Er soll zur Verfügung stellen. Er kann sonst machen, was er will, wenn er will. Irgendjemand, der ein bisschen Geld verdienen möchte, ich habe gesagt, ist okay. Aber wir sollen das frei, das zwei Aufnahmen haben, ja, das unsere Leuten geben. Ich habe schon mit der Gilbert gesprochen. Gilbert hat schon, er hat gesagt, wenn ich dann mein Hals ein bisschen besser wird, und dann macht er macht sehr gerne. Ich habe nur ihm erwähnt, aber er hat dann später gesagt, Bante, wir machen, das ist gut. Er wird das machen. Und so eine Meditation, Wirklichkeit, es gibt schon andere Meditationsformen. Wie ich das wirklich so gedacht habe, es gibt noch nichts. Es gibt schon, Anusati-Meditation gibt. Aber so wie ich es rezitiert habe, gibt es nicht. Aber es ist gut. Ich habe auch nicht vorher gedacht, aber ist so gekommen. Das heißt, da muss gut sein. Ja, es ist nicht geplant, nicht. Ich habe gesagt, oh, das ist schön. Ja, das heißt, wenn wir sagen, so Bhagava Itipi Arahan, so ist der Habene Arahan. Arahan Vata so Bhagava. Für wahr ist der Habene Arahan. Ja, es ist gut. Ja. Es ist gekommen, dass das rezitiere ich. Und dann nehmen wir auch das 4-5 Mal so, dass dann Ton, das runter und runter, 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 so einfach. Dann ist das geht. Wenn ihr auch da mit der Musik auch das Schönes machen kann, und das wird so eine Rezitation, ja, so eine Meditation sein. Und das machen wir.